Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Die Seite Focus hat eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet gerotzt. Und weil ich mir sowas nicht alleine antun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Links zu diesem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls der erste gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet. Als auch der Link zu meinem DeviantArt-Kanal, wo ihr euch die Comic-Seite nochmal in Ruhe anschauen könnt. Als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo es weitere Updates bezüglich meines Umzugs geht. Ja, und mit Fokus meine ich natürlich die Zeitschrift, ne? Und die haben auch eine Internetseite, nämlich Fokus Online. Und die haben zu diesem Artikel keine Kommentarfunktion dabei. Was ist denn los? Aber es ist ein spezieller Artikel, was eigentlich jederzeit immer vorkommen wird. Es sei denn, es hat natürlich sehr viele Fehler. Und dieser Artikel hat auch sehr viele Fehler. Deswegen ist es diesmal als Video vorhanden. Selber schuld, Focus Online, ne? Beziehungsweise Focus, ne? Die Zeitschrift, ne? Und der trägt den Titel Berühmte Autisten. Diese 10 sollten Sie kennen. Und fangen wir nicht lange drum rum. Los geht's. Es gibt mehr berühmte Autisten, als man vielleicht zunächst denken mag. Einige haben schon als Kind die Diagnose erhalten. Bei anderen hingegen wird lediglich von Ärzten und Psychiatern darüber spekuliert. Erfahren Sie hier, welche berühmten Persönlichkeiten von Autismus betroffen sind. Spekuliert. Wollt ihr etwa damit andeuten, die täuschen das nur vor, ihr Dullis? Meine Güte, regt ihr mich schon wieder auf. Fängt schon mal geil an, muss ich schon sagen. Weiter geht's. Berühmte Autisten, das sind 10 prominente Beispiele. Autismus ist eine tiefergreifende Entwicklungsstörung. Es gibt verschiedene Formen von Autismus, beispielsweise das Asperger-Syndrom, den atypischen Autismus und den frühkindlichen Autismus. Obwohl der frühkindliche Autismus wird ja in 2 Kategorien ja aufgeteilt, ne? Das habt ihr zum einen vergessen. Aber naja. Der Oberbegriff für alle Störungen heißt Autismus-Spektrum-Störungen. Erstens mal, kommt mir nicht mit Form an. Es heißt Arten. Können wir uns darauf einigen? Und zweitens, wisst ihr, was gestört ist? Der ganze Artikel hier von Focus. Weiter geht's. Erster. Albert Einstein. Der Physiker ist der breiten Masse vor allem durch seine Entwicklung der Relativitätstheorie bekannt. Er hat zu vermuten, dass Einstein unter dem Asperger-Syndrom litt, da er als Einzelgänger galt. Hört mal, er litt nicht an dem Asperger-Syndrom, sondern an der Umgebung um sich herum. Weiter geht's. Als Kind soll er außerdem die Angewohnheit gehabt haben, bestimmte Sätze ohne Grund zu wiederholen. Also ich hingegen hasse Wiederholung. Zutiefst. Insbesondere während meines YouTube-Laufbahns. Immer und immer wieder muss ich sagen, dass Autismus keine Krankheit ist, dass man nicht an dem Autismus leidet, sondern an der Umgebung um sich herum und so weiter. Ihr kennt es ja. Diejenigen, die meine Videos schauen, wissen es auf jeden Fall, dass mir diese Wiederholung echt schmerzen. Im Herzen. Warum ich darauf jetzt komme? Keine Ahnung. Weiter geht's. Zweite, Greta Thunberg. Die Klimaaktivistin ist die wohl bekannteste Vertreterin von Betroffenen des Asperger-Syndroms. Wisst ihr, was mich betroffen macht? Dieser Artikel hier. Ganz ehrlich. Weiter geht's. Sie selbst sieht die Autismus-Variante als einen Teil ihrer Persönlichkeit und in manchen Momenten sogar als Superkraft. Darüber hatten wir schon mal gesprochen. Drittens, Andy Warhol. Der Künstler gilt heute als einer der bedeutendsten Vertreter der Pop-Art. Seine einsilbige Art und die Wiederholung alltäglicher Motive auf seinen Bildern deuten darauf hin, dass Warhol Autist gewesen sein könnte. Tja, wie heißt es bei einer ZDF-Reportage nochmal? Das Schönste am Focus ist McDonald's. Das Schönste an Playboy ist McDonald's. Und das Schönste an Tesla ist McDonald's.
Und jetzt kommen wir zu viertens Elon Musk. Der Tesla-Chef und Weltraumunternehmer enthüllte seine Autismusdiagnose während einer TV-Sendung im Mai 2021. Das könnte wohl Saturday Night Live gewesen sein, also die Originalversion von RTL Samstagnacht. Schade, dass es sowas nie wieder geben wird. Hat Hugo Ego Balder nochmal ganz klar in einem Interview bestätigt. Naja, weiter geht's. Fünftens, Charles Darwin. Psychiater vermuten aufgrund seiner großen Liebe zum Detail sowie Schwierigkeit mit sozialer Interaktion, dass Darwin ebenfalls von Autismus betroffen war. Naja, vermuten heißt ja nicht bestätigen, ne? Weiter geht's. Sechstens, Emily Dickinson. Die amerikanische Dichterin litt an Epilepsie und, so wird von Experten vermutet, auch an Autismus. Nochmal, sie litt nicht an ihrem Autismus, sondern an der Umgebung um sich herum. Weiter geht's. Sie ist dafür bekannt, ein zurückgezogenes Leben geführt und andere Menschen weitestgehend gemieden zu haben. Ich werde euch gleich meinen Fokus. Aber kann ich ja gar nicht. Mein Job ist es halt, jeden negative Schlagzeile zum Thema Autismus zu präsentieren. So gut es auch geht. Es sei denn, ich habe hier liebevolle Menschen zu Besuch. Und da derzeit keiner der liebevollen Menschen zu Besuch ist, muss ich das ja wohl tun. Solange das nicht passiert, wird es erstmal nicht stattfinden. Aber gut. Ach, Leute. Weiter geht's. Siebtens, Sir Anthony Hopkins. Der Oscar-Preisträger ist vor allem für seine Rolle als Dr. Hannibal Lecter bekannt. Er gab öffentlich preis, dass er die Asperger-Diagnose erst sehr spät im Leben erhalten hätte. Ja, und damals ist es ja wie heute auch nicht anders mit der Diagnose als Erwachsener. Na gut, in meinem Fall ist es was anderes, aber... Na gut, hängt vielleicht von den Ländern ab. Aber gut, bevor ich noch weiter spekuliere, lese ich lieber weiter. Achtens, Courtney Love. Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin erhielt bereits als Kind die Autismusdiagnose. Ihr wurden eine überdurchschnittlich hohe Intelligenz sowie Schwierigkeit mit sozialer Interaktion attestiert. Ja. Neuntens, Tim Burton. Der Regisseur ist bekannt für seine speziellen Filme, die immer durch einen ähnlichen Look auffallen. Ex-Partnerin Helena Bonham Carter ist aufgrund seiner Verhaltensweisen davon überzeugt, dass Burton am Asperger-Syndrom leidet, was jedoch nicht offiziell bestätigt ist. Also, nochmal, von vorne. Er leidet nicht an dem Asperger-Syndrom, sondern an der Umgebung um sich herum, wenn das bestätigt wäre. Weiter geht's. Zehntens, Bill Gates. Obwohl die Vermutungen nicht bestätigt sind, gehen Experten davon aus, dass auch Microsoft-Gründer Bill Gates von Autismus betroffen ist. Er zeige verschiedene Symptome, die monotone sprechen und das Vermeiden von Augenkontakt. Erstens mal, kommt nicht mit Symptomen. Meine Güte. Und zweitens, Autismus ist keine Krankheit. Ihr lernt es einfach nie. Merke ich das. Da war mein Umzug irgendwie teilweise doch umsonst gewesen. Aber nur teilweise. Ich dachte, nach dem Umzug würde alles anders werden. Aber nein, ich muss mich ständig, auch in meiner neuen Wohnung, in der ich mich jetzt befinde, mich immer noch mit solchen Meldungen auseinandersetzen. Mann. Ich sag lieber nichts weiter mit meinen Gefühlsausbrüchen, sonst... wird der Kanal gleich gesperrt. Weiter geht's. Was ist Autismus? Viele Menschen können sich unter dem Begriff Autismus nicht viel vorstellen. Jedoch gibt es sehr spezifische und klar definierte Symptome, die der Bundesverband Autismus Deutschland zusammengefasst hat. Also ein Verband, in der halt Autisten nicht im Verein sind, sondern halt sogenannte Experten und so weiter. Aber gut, genug davon. Weiter geht's. Autismusbetroffene sind in ihren sozialen sowie kommunikativen Fähigkeiten häufig eingeschränkt.
Beispielsweise können sie nur schlecht Gesichtsausdrücke deuten und haben Schwierigkeiten, Sarkasmus zu verstehen. Also, Sarkasmus kann ich teilweise verstehen. Und Gesichtsausdrücke habe ich ja gelernt, wie man guckt. Also nicht alles in einer Schublade stecken, ne? So als kleine Info am Rande. Sie hegen den Wunsch nach Ritualen und immer gleichen Gewohnheiten. Autisten haben oft ein großes Bedürfnis nach Monotonie. Ja, und wenn meine Zeit durcheinander kommt, dann ist der Rest auch, lässt sich nicht lange auf sich warten, bis der Rest auch irgendwann kaputt geht. Dann funktioniert bei mir gar nichts mehr. Weiter geht's. Anders als oft angenommen, können Autisten durchaus Empathie für andere Menschen empfinden. Sie zeigen häufig emotionale Reaktionen auf Personen in ihrem Umfeld. Na, endlich schreibt's mal eine. Und vom Fokus bin ich überrascht. Aber nur einmal. Macht es bitte jetzt nicht kaputt. Weiter geht's. Manche Asperger-Autisten sind überdurchschnittlich intelligent und wahre Genies auf einem bestimmten Gebiet. Betroffene mit so einer Inselbegabung werden Severance genannt. Das betrifft jedoch nur sehr wenige Autisten. Sehr gut, weiter, weiter. Noch Wein. Noch ein Satz und dann ist es zu Ende. Manche Betroffene definieren Autismus als eine Behinderung, andere wiederum sehen die Störung als einen Teil ihrer Persönlichkeit. Ah, das lasse ich mal so stehen. Ja, da hat Fokus noch ein Happy End rausgebracht. Was soll ich dazu noch sagen? Also, anfangs sehr triggerhaft und am Ende voller Überraschung. Ich bin begeistert. Was haltet ihr zu dem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung, als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und wir sehen uns dann irgendwann mal wieder, hoffentlich mit noch mehr Videos. Ansonsten richte ich mich erstmal in Ruhe ein, weil da gibt es doch so viel noch zu erledigen. Ciao, Leute!